So, hallo und herzlich wir wollen da noch nicht wegrutschen. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video vom Prison Architect. Wir bauen. Ich habe mich entschlossen, hier gleich nochmal dran ein Video aufzunehmen, um einfach diesen blöden Allgemeinbildungskurs endlich abzuschließen. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt schon sind mit dem Allgemeinen. Ah ja, da fehlt nur noch ein kleines Stückchen. Mal schauen, ob wir es vielleicht jetzt schaffen, dass hier endlich einer durchkommt, damit ich hier die 40.000 bekomme. Was ich jetzt gleich auch noch machen werde, ist hier die Wand noch abschließen. Und da den Zaun rundherum bauen. Dann können wir hier eine Tür einbauen, damit die dann da raus können. Von dieser Seite. Die würden da schon reingehen. Dann muss ich ihnen den Weg abschneiden. Interessant, interessant. Auf jeden Fall, Geld verdienen wir Ende nie momentan. Was natürlich super ist für uns. So, das Allgemeinbildungsprogramm, das ist jetzt wieder am Weg. Das müsste jetzt mit dem roten Strich dann zu Ende gehen. Oder muss das dann ganz raus? Da muss ich noch das Ding aufnehmen. Ja, das geht ganz raus. Mal schauen. Okay, das ist sich nicht ausgegangen. Ah, doch. Doch, ich habe die 40.000 erhalten. Yes, die Subvention ist gewonnen, liebe Leute. Nach stundenlangem Warten, ja, haben wir herausgefunden, an was es gelegen hat. Wir können theoretisch wieder einen Zuschuss bemühen. Das haben wir auch schon gewonnen. Ups. Fertigungsanlage. Was ist da? Stellen Sie 30 Nummernschildern her. Das werden wir ja wohl schaffen. Und dann haben wir eigentlich alle Subventionen sozusagen erledigt. So, die Mauer ist zu. Da wird jetzt nur noch aufgeräumt. Stellen Sie 30 Nummernschilder her. Das werden wir dann am nächsten Tag wahrscheinlich erreichen. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt langsam aber sicher diesen
Einrichtungen kümmern. Das sind unsere schweren Jungs, haben wir gesagt. Das bedeutet, wir werden hier gleich mal die Kapazität erhöhen. Wie soll man da die Grundfeste machen? Dann würde ich sagen, um 40, 80.000 würde das kosten. 80.000, das würde 30.000 kosten. Naja, machen wir mal. Und dann sehen wir, was passiert. Zweiundzwanzigtausend täglicher Cashflow. Oh. Wir haben wieder einen Spezialfall. Was hat er denn gemacht? Das schauen wir uns natürlich dann alles in Ruhe an. Wir werden da jetzt einfach mal abwarten, eine Stunde noch, dann reist er an mit den anderen Kollegen. Entriegeln, da kommt sonst keiner rein oder raus. Entriegeln und entriegeln. Da müssen wir aber auch sagen, dass das hier nur für Personal ist, weil sonst laufen die da wieder raus. Und so weiter und so fort. So. Und da ist er ja auch schon. Unser Spezialkandidat. Mord, Vergewaltigung, ernste Körperverletzung und Mordversuch. Ja. Okay, es hat. Ja, Einzelhaft braucht man den nicht stecken, weil. Wo ist er denn? Da ist er. Und das bringt sich ja eigentlich gar nichts. Er ist ja eigentlich eh schon indirekt in einer Einzelhaftzelle. Also. Was soll's? Jawohl, unsere Nummernschilder haben wir auch geschafft. Gibt es sonst noch irgendwelche Zuschüsse, die wir. Tischlerlehre, die macht man doch auch gerade. 10. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp.
Wasserrohr ist geplatzt. Wo denn? Ah, da. Da ist es ja. Das wird jetzt wahrscheinlich etwas dauern, weil ich jetzt hier natürlich in richtig große große Aufgaben erteilt habe, aber ich kann ja noch. Ich kann ja noch 10 solche Leute anstellen. Ah ja, jetzt wird das Rohr repariert, ist schon erledigt. Das nimmt schon alles ein bisschen an Fahrt auf. Wir sind schon brav am Werken jetzt mit den neuen. Ja. Dingen halt. Jetzt schauen wir mal, wie man eigentlich. Den Typen da befreien kann. Ah ja. Alle Räume belegt. Was braucht man dazu? Ein Besuchertisch. Gnadensanwalt. 4 Stunden. Ja, aber wo? Beim Bewährungsamt, ja. Ah ja. Ja, das ist jetzt doof. Das ist nämlich genau dann da drinnen. Das gebe ich jetzt mal weg. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich hier einen bauen kann. Wenn ich hier jetzt einfach sage. Ich baue noch einen. Ach so, ja. Warten wir. Machen wir hier mal die Türen rein. Damit die dann da fertig werden. Ich sehe nichts mehr. Gleich eine Razzia hinterher. Status der Tourismus.
Todeskandidaten, 42%. Erhöht sich das oder reduziert sich das? Keine Ahnung. Um 3 Uhr früh beginnen die Köche sozusagen mit dem Kochen der Mahlzeiten. Fehlen uns jetzt noch die Tür. Dann kann das auch abgeschlossen werden. Zack, zack. Also das war jetzt ein Monsterakt eigentlich, das hier zu bauen. So, die Razzia ist jetzt zu Ende, um 12 Uhr am Mittag. Aber das hat auch viel damit zu tun, weil hier so viele Holzdinger herumliegen. Die gehören natürlich auch dann alle durchsucht. Ja, das wird es jetzt demnächst wieder öfters geben. Gilt es halt zu überlegen, ob man nicht noch ein paar Wachen einstellt, damit das einfach alles noch ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja. Ich warte immer noch auf meinen Raum da. Irgendwie werde ich da ignoriert. Freigeschaltet, 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 damit die da aus- und einlaufen können ohne Probleme. Sonst braucht man da immer einen. Einen Wärter, der ihnen die Türen öffnet. Jawohl, ich habe wieder was abgeschlossen. Und die Wand bekomme ich immer noch nicht. Können wir jetzt wieder irgendwelche Subventionen erhalten? 10 Block D. Nein, wir haben euch alles abgeschlossen, was es gibt. Das bedeutet, ab jetzt gibt es keine Zuschüsse mehr, die wir sozusagen beantragen können, außer lange und kurzfristige Investitionen. Ich will meine Wand haben. Was ist da los? So, dann wird das alles wieder durchsucht. Jetzt kommt die Wand. Ei, ei, ei. Bewährungsraum. Kommt ein Besuchertisch hin.
Und eine Tür. Da hat jemand ein Löchlein gegraben. Jetzt auch wieder schöne Mode. So. Der Besuchertisch fehlt noch. Und dann schauen wir mal, ob wir das dann im Endeffekt machen können, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt passt's. Gut. Das bedeutet Programme. Alle Räume belegt. Einen warte. So. Bewährung allgemein. Bewährung allgemein. Ah ja, das ist der. Und da kann ich jetzt sagen, Todesurteil um 9 Uhr. Geht sozusagen, nein. Doch, um 9 Uhr in der Früh beginnt dann die Anhörung, ob er freikommt oder nicht. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Jetzt bekommt er mal was zu essen. Yam, 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 yam. Er hat gegessen. Und jetzt um 9 Uhr kommt es eben hier zur Bewährung. Wo sind die anderen? Da sind die anderen. Zack, 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 zack. Da sitzen sie, da sprechen sie. Jetzt schauen wir mal. Was dabei rauskommt. Und? Hat das geschafft? Hat das nicht geschafft? Er hat es nicht geschafft. Ja, wir haben natürlich alles Mögliche getan, um ihn aus seiner prekären Situation zu befreien. Ist uns leider Gottes nicht gelungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Gnadensgesuch bekommt, liegt jetzt bei 21%. Ich habe mir das mal durchgelesen. Desto öfter man das macht, desto weniger bringt es im Endeffekt. Ja, wie gesagt, wir können es am nächsten Tag gerne nochmal probieren. Aber sobald da Tendenz Richtung 0 geht, also was es eigentlich jetzt schon macht, hat das Ganze eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und ja, ich würde sagen, es war es auch schon wieder von meiner Seite her. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.